So, da bin ich jetzt wieder. Entschuldigt, das, was ihr gerade mit meiner Maus gesehen habt, dass die nur noch nach oben und unten ging, das ist ein kleiner Treiberbug bei der Maus. Den ich, ehrlich gesagt, noch nicht behoben habe. Beziehungsweise, ich weiß noch nicht mal, ob ich den überhaupt beheben kann. Könnte auch sein, dass das ein Treiberbug an sich ist, den man nur durch ein Treiber-Update beseitigen kann. Bauwerk komplett! So, erstmal so einen kleinen Ring aus Geschützen hier drum. So, die Basisverteidigung. Bauwerk komplett. Und mit Basis meine ich Grundlegendes, nicht Basis im Sinne vom Planeten. Na, reicht das? Ah, eins noch. 250. 14,1 die Sekunde, ach, das habe ich schnell wieder drin. 5, 3, 2, ups. So schnell geht das. Wo soll ich hin? Wollt ihr denn jetzt langsam dahin? Voraus. Ah, da. Oh, jetzt sind die da oben. Jetzt können die direkt hier zu meiner Welt hin. Guter Ach, was Plan. Soll's, ich mach Gorilla-Attacken. Bauwerk komplett. Wir kriegen gerade ein bisschen Geld für. Ich bin bereit. Ich kann jetzt nur noch meine 706 Flottenkapazität für Kreuzer und Fregatten Bauwerk verballern. Bauwerk komplett. Großkampfschiff habe ich ja schon komplett. Schade, dass ich mir nicht die gesamte Liste anzeigen kann. Hier sind bestimmt noch einige Planeten. Hier hat er bis jetzt zwei entdeckt. Ich könnte mir vorstellen, dass der hier unten noch einer ist. Der Bericht ist über 6000 Sekunden lang. Phasensprung auf mein Signal. Dass das in Sekunden angezeigt wird. Können die nicht in Minuten anzeigen Alle lassen? Energie auf den Sprungantrieb. Berechne Sprungkoordinaten. Ich frage mich jetzt ganz ehrlich, ist das Spiel jetzt vorbei, wenn ich den Gegner komplett eliminiert habe? Also jedes einzelne Schiff oder reicht es, wenn ich einfach nur seine Planeten komplett erobert habe, dass der nichts mehr erobern kann sozusagen. Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Den Sprungantrieb. Ach, was mir auch gerade einfällt, Assassin, Sumpro und ich haben in den Ferien, also von mir aus gesehen in den Ferien, schon mal ein kleines Probespiel für ein Let's Play Together von Sins of Soul Empire angefangen im Multiplayer über Hamachi. Es lief so ganz gut. Ob wir dieses LP Together von dem Spiel machen, wissen wir noch nicht. Mal gucken. Und wir sind ja auch drei Leute. Mit zwei Leuten könnte ich mir noch gut vorstellen, wie wir das machen, dass wir so Splitscreen machen. Also geteilten Bildschirm. Dass dann noch einer von uns hochladen braucht. Aber mit drei Spielern, da könnte es schlecht werden. Bauwerk könnte komplett. Aber auch jeder für sich dann aufnehmen und bewerten. Allerdings, wenn wir dann im TS sind oder ähnliches oder Skype, dann könnte das ein bisschen durcheinander werden. Ach. Hör auf. Der Planet ist aufgegeben? Was ist das denn? Oh Mann. Also jetzt... Anscheinend sind die hier wieder am Bauen. Gut, dann gleich hier rüber. Bauwerk komplett. Den Planeten platt machen, dann hier rüber. Da haben sie nur einen Kristallextraktor. Hier sind nämlich jetzt nicht sehr viele Planeten, wie ich sehe, wo man kolonisieren kann. Es ist jetzt halt nur noch da, 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 da oben, hier. Bauwerk komplett. Und hier. Der Rest sind nicht kolonisierbare Asteroiden oder Weltraummüll. Okay. Bauwerk komplett. Hier sind sie am Bauen. Hier haben sie anscheinend aufgegeben. Keine Ahnung warum. Bauwerk komplett. Dass ich auf Mittel gestellt habe, bringt wohl anscheinend nichts mehr. Egal. Das nächste Spiel werde ich dann wahrscheinlich von Anfang an auf Mittel machen. Phasensprung abgeschlossen. Kampfstationen besetzen. Drohne.
Also in echt wird mir das sehr bedrohlich vorkommen, wenn auf einmal so ein Haufen Schiffe hier angesprungen kommt. Ah, da hinten orange. Ups. Bauwerk komplett. Wächter. Leuchterschiffe. Die sind hierhin unterwegs. Also, damit ich wenigstens ein paar... Weitere Forschung nötig. Die wenigstens ein paar Schiffe hier ab. Nehme ich jetzt... So. Okay, meine Kapazität hier ist ausgeschöpft. Eine neue Kolonie wurde gegründet. Schon? Bereit! Na, wenn das so ist... Langsam voraus! Kann auch sein, dass diese Strategie, die ich hier gerade verfolge, total falsch ist. Weil ich nämlich jetzt quasi so außenrum mache und hier ist ein einziger Planet, wo die noch sein können, genau wie hier oben und hier oben. Das heißt, die mache ich dann quasi zuletzt oder ich müsste dann hier meine kleine Verteidigungsflotte losschicken. Wie viele Schiffe sind das eigentlich? 10. Ich weiß nicht. Da scheint ein bisschen mehr los zu sein, aber auch nicht so viel. Der Bericht ist auch schon 6000 Sekunden alt. Hier scheint auch ein bisschen mehr los zu sein. Bauwerk komplett. Berechne Sprungkoordinaten. Moment, habe ich noch Großkampfschiffe hier bei meiner Sonne? Berechne Sprungkoordinaten. Die schicke ich mal zur Vorsicht hier rüber. Alle Energie auf den Sprungantrieb. Für den Fall, dass die bösen Boomer auf die Idee kommen, hierhin zu flüchten und dann rüber zu springen. Ui, toll, ich habe einen Handelsposten. Juhu. Kann ich hier noch? Nein, kann ich nicht. Macht nichts. So. Alle Energie auf den Sprungantrieb. Hier ist niemand. Weiß, fandst du, die kamen von hier oben. Sind dann anscheinend, sind sie doch da hoch? Ah, das Frachtschiff ist jetzt hier gerade auf dem Weg hierhin. Nein, hier ist niemand. Okay, die Flotte ist jetzt auf jeden Fall rüber nach Teradas. Und anscheinend bauen die sich jetzt da auf. Okay, das wird dann eine schöne Verfolgungsjagd, wenn ich das sehe. Mir fehlt hier Kapazität. Die habe ich schon voll entwickelt. Ich habe schon alle 4 Plastik hierfür verballert. Nein, nicht das Frachtschiff. Den Planeten will ich haben. Bauwerk komplett. So, hier kann ich noch ein bisschen Kapazität. Bauwerk komplett. Eine... 2 Werften wären nicht schlecht. Wie sieht's eigentlich mit Handel aus? So, Handelsstrecke. Ah, die ist anscheinend hier drüben. Wo geht die lang? Ah, einmal von oben nach unten. Sehr gut. Insgesamt kriege ich 12,2. Ach so. Wegen dem gerade eroberten Planeten? Nein, der hier ist das. Planetenentwicklung abgeschlossen. Metall. Zivile Infrastruktur. Na, da kriege ich ein bisschen mehr Geld. Ah, die sind auch schon gleich da. Wie kann ich dienen? Ich habe das Gefühl, das Spiel ist gleich schon vorbei. Passagiere schützen! Die Drohne bewegt sich gar nicht.
Okay, da kann ich gleich... Ah, die Drohne. Der Aufklärer ist gleich da. Da kann ich mal gucken, wie es hier aussieht. Bauwerk komplett. Komm schon. Schneller. Schneller. Planetenentwicklung abgeschlossen. Okay. Bauwerk komplett. Und... Ui. Ein Missionarschiff. Bauwerk komplett. Juhu. Das ist aber viel. Unsere Verstärkung greift in die Schlacht ein. Wo? Wo? Ach, hier. So, das Ding ist weg. Kampfstationen besetzen! So spannend finde ich das jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Da der Gegner sich anscheinend jetzt zurückzieht. Die können jetzt noch hier oben sein. Hier... hier sind sie noch, das weiß ich. Die können jetzt nur noch quasi hier, hier und hier sein. Obwohl ich eher hier oben glaube. Oder welcher Bericht ist älter? Das glaube ich aber nicht. Dann hätten sie hier vorbeikommen müssen. Ich glaube eher, die sind noch hier oben. Ah, die sind jetzt eh gleich weg. Da. Passagiere schützen! Und nicht angreifen. Das Ding hat gerade mal ein paar Kratzer. Autosave 27. Juhu. Festhalten, wir gehen rein. ...2618 Erfahrungspunkte. Fehlt noch ein bisschen mehr. Aber so viel kriegen die Schiffe jetzt auch nicht. 25. Es geht. Schon kaputt. Kampfstationen erstmal besetzen! Erstmal alles zerballern, dann den Planeten attackieren und dann weiter und weiter und weiter und weiter. Es könnte aber auch natürlich sein, dass sie sich hier irgendwo verstecken. Das könnte ich mir auch noch vorstellen. Hier so in einem Weltraummüll. Ah, ich kann hier jetzt bauen. 5 mal 15, 25, passt. Kann sogar noch eins. Bam, 6 Stück. Und der nächste Planet ist meinem Imperium einverleibt, bla 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 bla. Weiter, weiter, weiter. Wo soll ich weiter. Hin? Wir sind unterwegs. Nein, nicht dahin. Langsam voraus. Ah, da wird's jetzt langsam mehr. Gut. Anscheinend haben die sich doch nach hier oben verkrochen. Das heißt, die Flotte da oben bleibt da erstmal. Hier noch eine kleine Werft. Bereit für die vorderste Front. Und fehlt uns Geld. Ich könnte ja auch mal wieder was erforschen. Schaden plus 5%. Schaden plus... Berechne Sprungkoordinaten. Da fehlt mir Geld für. Berechne Sprungkoordinaten. Ach, was soll's. Phasensprung auf mein Signal. Ah, was ist da? Ein Sucherschiff. Phasensprung auf mein Signal. An alle, vorbereiten zum Phasensprung. Das ist auch schon gleich kaputt. Berechne Sprungkoordinaten. Ist es kaputt. Da, es ist kaputt. Alle Energie auf den Sprungantrieb. Juhu. Alle Energie auf den Sprungantrieb. Ich freue mich sowas von. Berechne Sprungkoordinaten. Bereit für die vorderste Front. Tja, ja. Trotzdem nur zur Vorsicht. Ihr kennt mich ja. Tut mir leid, wenn es gerade ein bisschen langweilig wird.
Ist die Flotte schon da? Nein, die ist noch nicht da. Wo sind sie? Bauwerk komplett. Ach, die sind auch schon fast da. Ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal eins machen. Einmal kurz unterbrechen, aus zwei Gründen. Einer von denen, ich will erstmal gucken, wie lange ich jetzt aufgenommen habe. Wenn es schon genug ist, werde ich hier in dem Part unterbrechen. Wenn nicht, werde ich weitermachen. Der zweite Grund, naja, ihr könnt es euch vielleicht denken.